Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Gedöns namens Project Zomboid. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich aufgenommen habe. Letzte Woche war es ja so, dass es sich einfach ergeben hat, dass da insgesamt nur 3 Folgen kamen und so bisher. Na, sodass wir jetzt hier ein nervliches Wrack sind. Uns ist ein bisschen übel, wir haben Todesqualen und sind sehr schwer beladen. Ich erinnere mich daran, dass wir beim letzten Mal zur Kirche gegenübergegangen sind. Ne? Und wir wurden unterwegs mal gebissen. Ich hoffe, das hat keine fiesen Auswirkungen. Schlafen geht auch noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie die Zeit vertrödeln. Und zwar würde ich einfach mal, um hier nicht so ein nervliches Wrack zu sein, erstmal was trinken. So. Also was wir auf jeden Fall machen müssen in der nächsten Zeit ist, ein bisschen was zu hämmern finden. Also ein bisschen was, womit wir ein paar Dinge herstellen können. Also vor allem halt Nägel und Hammer und so ein Kram. Ne? Denn sowas haben wir bisher hier kaum gefunden. Übelkeit, ich bin krank. Das ist nicht gut. Warum bin ich krank? Habe ich vielleicht irgendwas Schlechtes gegessen? Das könnte sein, ne? Es ist schon, beim letzten Mal hatte ich ja den Eindruck, dass es eigentlich ganz gut um uns steht. Aber, das täuschte wohl. So, warte mal, ich werde hier einfach ein bisschen was rausnehmen, was sehr viel Platz wegnimmt. Schuhe, die trage ich. Vitamine hier. Tabletten einnehmen. Das ist ganz gut, glaube ich, die Vitamine zu nehmen. Müdigkeit -2. Ah, nee, das ist nicht gut. Wir wollen ja schlafen. Gewicht 0,5. Pistole. Die brauche ich nicht. Die kann ich hier auch in meine Plastiktüte legen. Ne? So. 8 von 8. 17 von 22. Okay, das heißt, mein feuchtes Geschirrtuch, das packe ich auch nochmal hier in meinen Rucksack. Und jetzt bin ich nicht mehr beladen. Das ist schon mal gut. Dann müssen wir uns noch um ein paar andere Dinge kümmern. Um die Todesqualen. Ich werde dazu mal die Zeitung lesen hier. Also die hilft, glaube ich, nicht gegen Todesqualen. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Hier direkt in Rucksack. Und dann lesen wir uns mal die Zeitung hier durch. Na, vielleicht hilft das gegen das nervliche Wrack. Gut, hat nicht geholfen. Wir sind auch wieder mitten in der Nacht wach geworden. Das ist auch nicht gut. Ich will jetzt aber auch ungern noch länger machen. Also dadurch, dass ich halt jetzt diesen Tag ganz besonders lange durchhalte, könnte ich ja im Grunde genommen den Schlafrhythmus wieder so verschieben, dass es passt. Aber wenn ich jetzt halt länger aufbleibe, dann wird das hier wahrscheinlich auch nicht besser werden. Ich ziehe mir auf jeden Fall wieder einen Pulli an, denn wenn ich krank bin, dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, einen Pullover anzuziehen. Sehr schwer beladen. What? Hier. Ach so, ja. Schüssel kommen alles in den Rucksack hier. Alles in den Rucksack, was ich nicht gerade brauche. Okay. Können wir hier vielleicht irgendwas futtern? Ein Apfel. Komm schon. Ein Apfel ist super. Essen. Oh ja. Das ist wirklich gut gewesen. Etwas gesättigt. Stärke und Heilungsprozess stark reduziert. Oh. Warum ist die Tür hier offen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist jetzt natürlich echt eine riskante Operation. Hier ein bisschen müsste ich mich umgucken. Da sind direkt wieder Zombies. Ich versuche es mal hier durch den Garten. Da kommt auch schon einer
wankt. Hat er mich schon gesehen? Ja, ich muss den hier töten auf jeden Fall. Na, lass mich. Nicht beißen. Lass mich. Habada. Also die, ich habe das überhaupt gar nicht erwähnt, ist mir aufgefallen. Aber, au. Ich habe doch eine Axt, oder nicht? Oh Gott, ey. Ich muss die hier niederprügeln jetzt. Der da unten kommt auch, ey, und ich blute. Geringfügige Blutung. Nein, ich muss doch von innen die Tür zumachen. So. Verstecken wir uns hier mal im Badezimmer, da kann ja keiner reingucken. Wo habe ich denn meine Verbände? Bandagen. Erstmal gucken, was ich überhaupt abbekommen habe. Oh, gebissen. Blutend, gekratzt. Das ist überhaupt nicht gut. Ich verliere Blut. Ich sollte schnell Bandagen. Wo sind die Bandagen? Bandagen. Da. Verband anlegen. Am Arm. Verband anlegen. Da auch noch. Gerade noch rechtzeitig bandagiert. Ich habe kritischen Schaden hier bekommen. Ich glaube, wir werden hier tatsächlich nicht lange überleben. Hohe Gefahr zu sterben. Ich bin fiebrig. Etwas durstig. Das heißt, ich werde hier mal was trinken. Todesqualen. Ja, das weiß ich ja schon. Sehr schwer beladen. Na gut, das liegt daran, dass ich jetzt hier natürlich nicht mehr so viel tragen kann. Hier. Ich sollte die Axt vielleicht mal weglegen. Obwohl, das ist eigentlich so meine Verteidigung auch, ne? Lege ich mal hier rein. Ich muss hier, glaube ich, erstmal tatsächlich hier im Haus ein bisschen ausharren. Dann lege ich die Axt mal hier rein. Das Reinigungsmittel kann ich übrigens auch trinken. Das macht anscheinend weg, dass ich unglücklich bin und tötet mich. Ich kann noch weniger tragen. Was hat denn hier so ein hohes Gewicht überhaupt? Pullover, Schuhe. Den Pullover, den kann ich eigentlich auch jetzt hier in meinen Rucksack tun. In den Rucksack. Bots. 10 von 6. Nervliches Wrack. Okay, lebensgefährlich verletzt. Diese Nacht wird nicht angenehm werden. Das ist überhaupt nicht gut. Todesqualen, sehr schwer beladen. Ich muss... Oh Gott. Ich bin gestorben. Ja. Das war's auch schon mit der Staffel 1 von Project Zomboid. Ich denke mal, es wird eine zweite Staffel geben. Weiß ich noch nicht. Das ist ja jetzt die vierte Folge, glaube ich. Ne? Ja, die vierte müsste es sein. 2 Tage, 22 Stunden haben wir überlebt und dabei haben wir 33 Zombies getötet. Also ich glaube, man muss doch echt nochmal deutlich vorsichtiger sein, als ich das bisher so gemacht habe. Das war ja eigentlich das erste richtige Spiel, das ich gespielt habe. Die erste richtige Runde, die ich in diesem Spiel gespielt habe. Und als wir da zur Kirche gegangen sind, da war ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen übermütig. Da habe ich echt mich ganz schön durchgeprügelt und so. Das ist nicht gut gekommen. Und dadurch sind wir natürlich jetzt krank geworden. Haben hier gerade auch noch mal ordentlich einstecken müssen. Also man muss hier offenbar deutlich, deutlich vorsichtiger vorgehen. Ja, dass man hier ein bisschen länger überleben kann. Ich denke aber mal, gut, hierfür soll es jetzt gewesen sein. Das war eine sehr, sehr kurze Staffel Project Zomboid.
Aber naja, das macht ja nichts. So sehen wir mal, wie es nicht geht. Probieren wir es beim nächsten Mal, dass es irgendwie besser klappt. Ne? Bis dahin hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet und wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.